Spielanleitung zu Through the Ages. In diesem Spiel bauen alle Spieler über mehrere Zeitalter ihre Zivilisationen aus, um dann am Ende möglichst viele Kulturpunkte zu haben. Zunächst wählt jeder Spieler eine Farbe und bekommt das entsprechende Tableau. Zusätzlich dazu bekommt er noch diese 7 Spielsteine. Die Spielsteine werden wie folgt auf die Wertungsleisten gesetzt. Zunächst haben wir da die blaue Wissenschaftsleiste. Dort markieren wir auf der oberen Leiste unsere Wissenschaftspunkte mit diesem achteckigen Steinchen hier. Das Wissenschaftssymbol in diesem Spiel ist die Glühbirne. Mit Wissenschaftspunkten zahlen wir hinterher für neue Technologien, die unsere Zivilisation voranbringen. Auf die untere Leiste kommt dieser runde Wissenschaftsstein. Dort starten wir auf plus 1. Warum, sehen wir gleich auf dem Spielertableau. Diese Leiste zeigt an, wie viele Wissenschaftspunkte wir jede Runde hinzubekommen. Sehr wichtig ist auch die gelbe Kulturleiste, symbolisiert durch die Lyra. Oben wieder die Kulturpunkte und unten wieder der Kulturwert, beziehungsweise wie viele Kulturpunkte ich jede Runde hinzubekomme. Bei beiden wird auf der 0 gestartet. Kulturpunkte wollen wir unbedingt haben, da daran hinterher der Gewinner abgelesen wird. Auf dieser roten Leiste werden die Stärkepunkte abgetragen. Und zwar mit diesem Stein mit dem Symbol Schild und Schwert. Je nach Militärstärke und vorhandener Taktiken kann das rauf und runter gehen. Die Stärke sollte man nicht vernachlässigen, sie kann hilfreich sein bei Ereignissen, Überfällen oder Kriegen. Hier starten wir auch mit einer Stärke von 1. Die sogenannte Taktikflagge kommt erstmal hier in die Mitte. Was es damit auf sich hat, sehen wir später. Auch was mit dem Rest des Tableaus hier passiert. Der verbleibende Spielstein, dieser Smiley hier, steht für die Lebensfreude der Bevölkerung. Er startet zunächst auf dieser 0 hier auf dem Spielertableau. Die Freude ist ganz zu Beginn noch nicht so kritisch. Die Bevölkerung ist noch klein und genügsam. Aber bei steigender Bevölkerung sollte man für Freude sorgen, sonst stellen die Arbeiter die Produktion ein. Diese jetzt platzierten Marker für Kultur, Wissenschaft, Stärke und Freude nennt man auch die Daten der Zivilisation. Das kommt später vielleicht nochmal vor. Damit sind wir jetzt auch beim Spielertableau angekommen, was wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Das Spiel hat keinen Spielplan, die ganze Zivilisation wird sich auf dem Spieltableau und auch darum durch Ablage von Karten aufbauen. Um seine Zivilisation auszubauen, mit möglichst viel Effekt auf die Kulturleiste, stehen den Spielern eine ganze Reihe von Aktionsmöglichkeiten zur Verfügung. Die gucken wir uns später noch ganz genau an. Jetzt bei der Vorbereitung des Spielertableaus gehe ich schon auf den einen oder anderen Mechanismus ein und teilweise werde ich auch schon einzelne Aktionen streifen. Immer dann, wenn ich das mache, werde ich diese Aktionsbubble einblenden. Auch wenn wir uns später die Aktionen noch genau anschauen, kann es nicht schaden, ein wenig schon mal gehört zu haben. Das Tableau zeigt hier oben die Starttechnologien der Zivilisation. Das ist die Kartengröße, daran kann man schon erkennen, dass man über Karten an neue Technologien kommt. Diese neuen Technologien kommen teilweise auf das Spielertableau und teilweise daneben. Unter den Technologien sehen wir die Schritte, die nach der Aktionsphase passieren. Im Wesentlichen ist das die Produktionsphase. Dort wachsen im besten Fall unsere Nahrungs- und Ressourcenbestände und wir erhalten Wissenschaft und Kulturpunkte. Außerdem gibt es dann noch Militärkarten, die uns ganz tolle Sachen ermöglichen. Im Detail später mehr dazu. Darunter haben wir den sogenannten blauen Vorrat. Der wird erstmal so mit den blauen Steinen bestückt. In der Produktionsphase werden Steine von hier genommen und auf die braunen Technologien, die sogenannten Farm- und Minentechnologien, geschoben. Ab dann stellen sie Nahrung bzw. Bauressourcen dar. Mit so gelagerten Nahrungsressourcen kann ich meine Bevölkerung erhöhen und mit gelagerten Bauressourcen kann ich Gebäude auf den Technologien bauen. Wie viel mich ein Gebäude kostet auf einer Technologie, steht hier immer. Zu Beginn starten die Zivilisationen mit 5 Gebäuden. 2 Farmen, 2 Minen und einem Zivilgebäude. Ziviltechnologien sind diese grauen hier. Außerdem starten die Zivilisationen noch mit einer Militäreinheit. Die so auf den Technologien gelagerten gelben Würfel, Gebäude hier, Militäreinheiten hier auf den roten, die immer am unteren Rand hier ersichtlich sind. Das sind zum einen Effekte auf die Produktion von Nahrung und Ressourcen und zum anderen auf die Daten der Zivilisation. Wissenschaft, Kultur, Stärke und Freude. Eine hier platzierte Militäreinheit erhöht meinen Stärkewert um 1.
Deswegen starten alle Spieler auch hier auf der Stärkeleiste auf Position 1. Über eine spezielle Aktion können weitere Steine hier platziert werden, mit entsprechendem Effekt auf die Stärkeleiste. Je nach Anzahl der Steine bzw. Gebäude auf diesen braunen Farm- und Minentechnologien erhalte ich entsprechend viele blaue Steinchen auf die Karte während der Produktionsphase. In der ersten Produktionsphase würden diese Farmen also 2 blaue Steine produzieren, diese 2 Minen auch 2 blaue Steine. Je mehr Gebäude hier, umso mehr blaue Steine in der Produktionsphase. Was die gelagerten blauen Steine wert sind, sieht man hier unten. Zum Beispiel bei der Farm wären 2 Steine auch wirklich 2 Nahrung. Bei höheren Farmtechnologien kann dieser Wert auch steigen, sodass auf diesen Karten dann zum Beispiel 2 Steine 4 Nahrung entsprechen. Zu Beginn liegen hier aber gar keine Steine, die kommen erst in der ersten Produktionsphase. Ein Labor hier auf dieser Philosophie-Technologie hat Einfluss auf unseren Wissenschaftswert. Deswegen starten alle Spieler auch hier auf Stufe 1. Was bedeutet, dass wir in jedem Zug einen zusätzlichen Wissenschaftspunkt erhalten. Ein Tempel auf der Religionstechnologie haben wir noch nicht. Dieser würde unseren Kulturwert und unsere Freude erhöhen. Wo kommen diese gelben Steine jetzt her? Bevor sie auf den Technologien Gebäude und Militäreinheiten darstellen, sind sie zunächst Arbeiter. Die zur Verfügung stehenden Arbeiter werden hier gesammelt. Hier starten wir mit einem Arbeiter. Wenn ich hier keine Arbeiter habe, kann ich hier oben auch nichts bauen. Bevor die Arbeiter Arbeiter sind, liegen sie hier unten auf der Leiste. Das ist der sogenannte gelbe Vorrat. Der muss erstmal so bestückt werden. Hier unten repräsentieren die Steine das noch unbevölkerte Land. Ich kann meine Bevölkerung vermehren, indem ich Nahrung zahle und dann einen Stein zu einem Arbeiter mache. Das unbevölkerte Land wird knapper, die Bevölkerungsdichte steigt und damit auch der Anspruch auf gute Laune. Dazu später mehr. Zu Beginn starten wir aber nur mit einem Arbeiter und einer vollen Leiste hier unten. Der letzte Teil des Spielerbogens ist die Regierungsform oder diese orangene Technologie. Jede Zivilisation startet hier im Despotismus. Die Regierungsform zeigt an, wie viele Zivilaktionen, weiß, und Militäraktionen, rot, in der Aktionsphase zur Verfügung stehen. In der allerersten Runde ist das etwas anders, aber grundsätzlich starten die Spieler mit dieser Anzahl, dargestellt durch die weißen und roten Würfel. Zu Beginn des Spiels werden die neben dem Spielertableau platziert. Im späteren Verlauf kann man Regierungsformen natürlich auch ändern. Die Zivilisationen werden über die Auslage von Karten wachsen. Bei den Karten gibt es zum einen 4 Stufen bzw. Zeitalter. Das A steht hier für Antike und unterscheidet sich leicht von den anderen Zeitaltern, ist so zur Abgrenzung mit einem Buchstaben gekennzeichnet. Und zum anderen gibt es 2 Farben. Wir haben die goldenen Zivilkarten sowie die schwarzen Militärkarten. Je nach Spieleranzahl müssen vor dem Spiel gekennzeichnete Karten entfernt werden. So zum Beispiel darf die Monarchie hier nur im Spiel mit 3 Spieler oder mehr benutzt werden. Die Zivilkarten bestehen aus Technologien in den bekannten Farben Grau, Braun, Rot und Orange sowie aus grünen Anführerkarten, lila Wunderkarten und blauen Spezialtechnologiekarten und zu guter Letzt haben wir auch noch gelbe Aktionskarten darin. Die Militärkarten sind spezieller, dort finden sich Ereignisse, Gebiete, die man kolonisieren kann und Karten, mit denen man mit Mitspielern interagieren kann, wie Pakte, Überfälle oder Kriege. Wir starten in der Antike und auf dieser Kartenleiste werden jetzt 13 Karten von diesem antiken Zivilkartenset offen ausgelegt. Der Rest des Stapels kommt auf dieses Ablageplättchen. Aus dieser Auslage dürfen sich die Spieler in ihrem Zug Karten kaufen. Wie viel weiße Aktionssteine sie für eine Karte aufwenden müssen, ist unten auf der Leiste angegeben. Zwischen 1 und 3 Steine sind das. Über das Kartenkaufen holen sich die Spieler neue Impulse für ihre Zivilisation. An den Kartenfarben sehen wir schon, dass es in der Antike keine neuen Technologien gibt, die kommen erst später dazu. Vor jedem Spielerzug, außer beim allerersten Zug des Startspielers, fallen gegebenenfalls vorne Karten weg, falls die Positionen noch belegt sind.
Im Spiel zu zweit würden alle drei Karten hier vorne abgelegt. Im Spiel zu dritt nur diese zwei und im Spiel zu viert nur diese eine. In unserem Beispiel würden wir hier zu dritt spielen. Dann wird das Ganze von rechts nach links aufgeschoben. Kann sein, dass in der vorigen Runde da irgendwo Lücken entstanden sind. Die würden dann natürlich nachgefüllt. Das wird so geschoben, dass die freien Plätze dann nur noch ganz rechts sind. Diese werden dann nachgefüllt. Durch dieses Verschieben ist es dann so, dass zunächst teure Karten, für die man drei Steine braucht, hinterher immer billiger werden, wenn sie nicht vorher schon gekauft werden. Zu den Zeitalterwechseln kommen wir gleich nochmal im Detail, aber hier schon mal vorweg. Mit Ausnahme der Antike endet jedes Zeitalter dann, wenn ich keine Zivilkarten des Zeitalters mehr habe, um die Leiste aufzufüllen. Ein neues Zeitalter mit neuen Karten beginnt. Diese kommen dann über das Nachfüllen erst teuer in den rechten Bereich der Leiste. Die Antike endet bereits nach dem ersten Mal Nachfüllen, also zu Beginn des Zuges des Spielers links neben dem Startspieler. Nochmal, die Antike endet, sobald ich das erste Mal Karten nachfülle. Dazu aber später mehr im Detail. Man kann ein kurzes Spiel spielen, das endet, wenn Zeitalter 2 endet, oder man kann spielen, bis Zeitalter 3 endet. Je nach Spiel gibt es hinterher für andere Sachen Kulturpunkte. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Die Spieler starten nicht mit ihrer vollen Anzahl an Aktionssteinen. Der Startspieler erhält genau einen weißen Stein. Um zu zeigen, dass die Aktion verfügbar ist, wird der Stein auf dieses Feld geschoben. Der nächste Spieler im Uhrzeigersinn erhält zwei Steine und so weiter. Rote Militärsteine stehen im ersten Zug niemandem zur Verfügung. Auf das Feld für sogenannte aktuelle Ereignisse unterhalb der Stärkeleiste kommen Militärkarten aus der Antike. Und zwar so viele, wie Spieler mitspielen plus zwei. In unserem Fall drei Spieler plus zwei. Die kommen hier drauf. Diesen Bereich schauen wir uns später genauer an. Für die allererste Runde hat er keine Bewandtnis. Die allererste Runde unterscheidet sich wesentlich von allen anderen Runden und wird hier einmal im Detail gezeigt. Grundsätzlich haben die Spieler in dieser Einsteigerrunde ganz eingeschränkten Handlungsspielraum, was besonders für Spieler, die das Spiel zum ersten Mal spielen, sicher nicht verkehrt ist. Der Spielzug eines jeden Spielers in der ersten Runde läuft nun wie folgt ab. Zuerst Kartenleiste auffüllen. Haben wir eben schon bei der Vorbereitung darüber gesprochen, ist nicht nötig im allerersten Zug. Aber wenn wir für den ersten Zug des zweiten Spielers erstmalig die Leiste auffüllen, endet, wie schon mal kurz gestreift, offiziell auch die Antike. Anders als bei allen folgenden Zeitaltern. Da passiert auch nichts Aufregendes, lediglich die zum Auffüllen benötigten Karten werden nochmal vom antiken Stapel genommen und ausgelegt. Dann kommt dieser weg und der Zivilkartenstapel für Zeitalter 1 kommt gemischt dorthin und der Militärkartenstapel von Zeitalter 1 kommt gemischt hierhin. Von da an wechseln die Zeitalter erst, wenn keine Zivilkarten zum Nachfüllen mehr da sind. Nach dem Auffüllen der Kartenleiste gibt es eine ganz knappe Aktionsphase, in der die Spieler lediglich ihre Aktionssteine zum Kauf von Zivilkarten aus der Auslage verwenden können. Für anderes haben die Spieler zu wenig Ressourcen oder zu wenig oder nicht die richtigen Aktionssteine. In dieser Phase werden also nur die Grundlagen für die Zivilisation geschaffen. Nach der Aktionsphase kommt dann eine abgespeckte Produktionsphase. Die Schritte, die im ersten Zug eines jeden Spielers wichtig sind, sind hier markiert. Militärkarten haben die Spieler noch nicht. Also wird gestartet mit den Punkten von Wissenschaft, also plus ein Wissenschaftspunkt gemäß des Wissenschaftswertes. Kultur gibt es noch nicht. Verlust ist auch noch irrelevant. Dann wird gemäß der Farmen Nahrung produziert. Nahrungsverbrauch ist nur relevant bei zu viel Bevölkerung. Jetzt irrelevant. Kommen wir gleich zu. Dann werden gemäß meiner Minen Ressourcen produziert. Da die Spieler noch keine Militäraktionen zur Verfügung haben, rote Steine, können sie hier auch keine Militärkarten ziehen. Aber wichtig für die nachfolgenden Züge, jetzt bekommt der Spieler seine volle Anzahl an Aktionssteinen hier verfügbar auf das Feld. Das Spiel kann also jetzt an Fahrt gewinnen. Jetzt tun wir so, als hätten wir die erste Runde hinter uns gelassen und deswegen zeige ich euch alle Optionen in der Aktionsphase und wie dann das Ende des Spielzuges vollständig aussieht. Anschließend kommen wir dann nochmal auf die Phasen vor der Aktionsphase zurück und schauen uns an, was man da mit den Militärkarten Tolles machen kann. Hier sieht man alle Aktionsoptionen.
Es gibt Zivilaktionen, die die Spieler mit weißen Steinen bezahlen. Und es gibt Militäraktionen, die mit roten Steinen bezahlt werden. Teilweise ist das jetzt ein wenig Wiederholung, aber ich gehe auch noch auf ein paar Feinheiten ein. Fangen wir mit den Karten nehmen an. Die Spieler können sich eine Karte aus der Auslage kaufen. Kosten können je nach Lage der Karte 1 bis 3 Zivilaktionssteine sein. Die Karten kommen für gewöhnlich auf die Hand des Spielers. Von dort können sie durch weitere Aktionen ins Spiel gebracht werden. Ausnahmen sind lila Wunderkarten. Diese kommen direkt in den Spielbereich des Spielers, neben das Tableau. Sie werden zunächst auf die Seite gelegt. Das soll anzeigen, dass das Wunder erst noch fertig gebaut werden muss. Das Wunder ist im Bau. Zunächst haben wir nur die Idee vom Wunder. Mit einer anderen Aktion, sehen wir gleich, können wir das Wunder ausbauen. Folgende Einschränkungen gibt es beim Kaufen von Karten. Der Spieler darf eine Technologie nicht nehmen, falls er eine Karte mit gleichem Namen und gleicher Abbildung bereits im Spiel oder auf der Hand hat. Wenn der Spieler vorher schon mal einen Anführer eines Zeitalters genommen hat, so eine grüne Karte, darf er hinterher nicht noch einen Anführer des gleichen Zeitalters nehmen. Aus höheren Zeitaltern darf er natürlich schon einen Anführer nehmen. Solange ich ein Wunder im Bau ausliegen habe, darf ich keine weitere Wunderkarte nehmen. Erst wenn mein Wunder fertig ist. Wenn ich eine Wunderkarte nehme und ich habe schon mindestens ein fertiges Wunder, muss ich für das neue Wunder einen zusätzlichen Aktionsstein pro fertiges Wunder in meinem Spielbereich zahlen. Wunder bringen immer tolle Effekte mit sich, aber will man mehrere davon haben, werden die teuer. Außerdem muss man bei Wundern im Bau bedenken, dass man im Gegensatz zu Wundern, die ich fertiggestellt habe, diese abwerfen muss, wenn das übernächste Zeitalter beginnt. Das sehen wir später nochmal im Detail. Also muss man den Bau von Wundern schon gut planen. Die Anzahl der maximalen Zivilsteine laut Regierungsform bestimmt die maximale Kartenhand. Wenn ich schon entsprechend viele auf der Hand habe, kann ich keine weitere auf die Hand nehmen. Kommen wir zur Vermehrung der Bevölkerung. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Für einen Zivi-Aktionsstein kann ich einen Stein von hier unten rechts anfangen in den Arbeitervorrat hochschieben. Das kostet mich, je nachdem aus welchem Teilabschnitt ich den Stein hole, eine gewisse Anzahl von Nahrung. Für den ersten sind es 2 Nahrung. Nochmal zur Erinnerung, ein blauer Stein auf dieser Stufe der Landwirtschaftstechnologie steht für eine Nahrung. Ich müsste deswegen 2 Steine von dieser Karte nehmen und zurück in den blauen Vorrat legen. Der blaue Vorrat wird wieder von rechts nach links befüllt. So hätte ich jetzt für den Bevölkerungszuwachs gezahlt. Es kann auch sein, dass ich Steine auf einer höherstufigen Technologie habe hier. Dort wäre jeder Stein 2 Nahrung wert, also müsste ich von dieser Karte nur 1 Stein verschieben. Je mehr Bevölkerung ich habe, umso mehr dieser Minussymbole hier werden aufgedeckt. Das bedeutet, dass ich während der Produktionsphase im Nahrungsverbrauch zusätzlich Nahrung aufwenden muss. Und für jede Nahrung, die mir fehlt, muss ich 4 Kulturpunkte abgeben, also immer die Ernährung der Bevölkerung sichern. Auch ganz wichtig im gelben Vorrat sind die Freudepunkte. Immer wenn ich den letzten Stein von einem dieser Teilbereiche runternehme, wir entleeren ja von rechts nach links, benötige ich mehr Freudepunkte, um die Bevölkerung bzw. die Arbeiter bei Laune zu halten. Jeder leere Teilbereich links von meinem Freudemarker steht für einen unzufriedenen Arbeiter. In diesem Fall ein leerer Teilbereich links von meinem Freudemarker bedeutet ein unzufriedener Arbeiter. Dabei ist wichtig, dass ich mindestens so viele unbeschäftigte Arbeiter in diesem Kasten habe, wie ich Unzufriedene habe. In diesem Fall ist alles unkritisch, wir haben einen Unzufriedenen und haben 3 Unbeschäftigte. Das passt. Das Ganze kann man sich dann dadurch verdeutlichen, dass ich auf jeden unzufriedenen Arbeiter einen Unbeschäftigten lege. Die sind natürlich weiterhin so einsetzbar, als legen sie hier. Solange ich genügend unbeschäftigte Arbeiter habe, um das zu machen, habe ich kein Problem. Habe ich zu wenig, wie in diesem Fall, streiken die Arbeiter. Und am Ende meines Zuges fällt die Produktionsphase aus. Also muss man immer schauen, dass man zum einen die Freudepunkte hochfährt, beziehungsweise immer etwas unbeschäftigte Arbeiter vorhält. Für einen Zivilstein kann ich eine neue Technologie, also diese Farben hier, von meiner Hand ins Spiel bringen. Dafür muss ich aber auch entsprechend viele Wissenschaftspunkte ausgeben. Der Marker geht dann hier entsprechend zurück. Technologien mit gleichem Symbol oben rechts werden im Spielbereich so übereinander gelegt.
Unsere bisherigen Farmen arbeiten quasi noch nach der alten Technologie. Auf der neuen Technologie haben wir noch keine Farmen. Wie man Farmen hier hinkriegt, sehen wir gleich nochmal in einer anderen Aktion. Aber grundsätzlich könnte man auch noch auf die preisgünstigere alte Technologie bauen. Auch eventuell schon produzierte Steine, die hier vorher lagen, bleiben natürlich auf der alten Technologie liegen und werden jetzt nicht auf einmal mehr wert. Karten mit neuen Symbolen werden zunächst einzeln ausgelegt. Nochmal zur Erinnerung, Karten mit gleicher Bezeichnung bzw. Abbildung können nie übereinander gelegt werden. Diese hätten erst gar nicht aufgenommen werden dürfen. Das haben wir eben schon gehört. Eine Regierungsform ist auch eine Art Technologie und sie kann auf die entsprechende Weise ins Spiel gebracht werden. Man zahlt dann die höheren Wissenschaftspunkte, die hier angegeben sind. Es kommt dann quasi zu einem friedlichen Wechsel und die Karte löst die alte Regierungsform ab. Gegebenenfalls stehen mir im gleichen Zug dann schon zusätzliche Aktionssteine zur Verfügung. Dadurch, dass wir den höheren Wert bezahlt haben, kam es zu einem friedlichen Wechsel, ohne weitere negative Konsequenzen. Man kann einen Regierungswechsel aber auch erzwingen, indem man alle Zivilsteine einsetzt, wahrscheinlich zum Beginn des Zuges, wo man die noch alle verfügbar hat, und dann nur die geringeren Wissenschaftspunkte zahlt. Gegebenenfalls erhält der Spieler auch zusätzliche Aktionssteine, Zivilsteine wären aber für diesen Zug wirkungslos. Die Militäraktionen sind von diesem gewaltsamen Wechsel bzw. von der Revolution nicht betroffen und dürfen wie gehabt ausgeführt werden. Über das Gebäudebauen haben wir eben schon einiges gehört. Zur Erinnerung, um gelbe Steine als Gebäude platzieren zu können, brauche ich mindestens einen unbeschäftigten Arbeiter und muss die entsprechende Anzahl an Ressourcen ausgeben. Außerdem kostet mich die Bauaktion natürlich einen Zivilaktionsstein. Gebäude verbessern meine Produktion bzw. die Daten meiner Zivilisation. Wenn ich hinterher höhere Stufen einer Technologie habe, habe ich die Wahl, ob ich auf einer geringeren Stufe baue oder auf einer höheren. In diesem Beispiel habe ich mich für die höhere entschieden. An dieser Stelle, die kleine Zahl hier unten auf der Regierungsform, zeigt an, wie viel Gebäude einer Zivilgebäudeart ich bauen kann. In diesem Fall dürfte ich nur zwei Labore bzw. zwei Tempel haben. Das Limit hat keinen Einfluss auf meine braunen Farm- und Minengebäude. Auf blauen Spezialtechnologien kann ich keine Gebäude bauen. Muss ich auch nicht. Der Effekt kommt sofort zum Tragen, wenn ich die Wissenschaftspunkte ausgegeben habe. In diesem Fall erhöht sich meine Stärkeleistung 1 und ich bekomme einen zusätzlichen roten Aktionsstein. Um Steine bzw. Einheiten auf roten Technologien platzieren zu können, muss ich eine Militäraktion aufwenden. Das sehen wir gleich. Je höher die Stufe der Technologie, auf der ich baue, umso teurer, aber auch umso höher der Output. Ich kann auch für einen Zivilstein Gebäude auf einer älteren Technologie aufwerten. Dazu muss ich lediglich die Differenz an Ressourcen bezahlen. In diesem Fall würde es mich 2 Ressourcen kosten, eine veraltete Farm auf eine bewässerte Farm abzugraden. Von da an kriege ich in der nächsten Produktionsphase auf die Bewässerungstechnologie 2 Blausteine und hier unten auf die alte Farm 1 Stein. Entsprechend mehr wert ist dann meine Ernte. Ich kann auch für einen Zivilstein, aus welchen Gründen auch immer, ein Gebäude zerstören. Dann käme der Stein hier zurück in den Bereich für unbeschäftigte Arbeiter. Wenn ich eine grüne Anführerkarte auf der Hand habe, kann ich diese mit einem Zivilstein ins Spiel bringen. Der Effekt tritt dann in Kraft. Habe ich schon einen Anführer im Spiel und will einen neuen ausspielen, kostet mich das auch erstmal einen Stein. Der alte wird ersetzt, aber bei dieser Ersetzung erhalte ich den Stein dann hinterher wieder zurück. Man kriegt zwar den Stein zurück, aber man kann diese Aktion nicht ausführen, wenn man gar keine Zivilaktionssteine mehr verfügbar hat. Gegebenenfalls werden die Effekte vom alten Anführer zurückgedreht und die neuen treten in Kraft. Zur Erinnerung, der ersetzte Anführer wird immer aus einem älteren Zeitalter sein, da man ja nie einen zweiten Anführer aus dem gleichen Zeitalter aufnehmen darf. Die Wunder im Bau können mit einem Zivilaktionsstein ausgebaut werden. Wunder haben für gewöhnlich mehrere Bauschritte. Für die erste Bauphase benötigt man die Ressourcen ganz links, in diesem Fall 3. Wenn diese bezahlt sind, kommt ein blauer Stein aus dem blauen Vorrat hier drauf, um das zu kennzeichnen.
Die nächsten Bauphasen sind dann entsprechend. Für jede Bauphase wird ein Zivilaktionsstein benötigt. Wenn die letzte Bauphase gemacht wurde, kommen alle blauen Steine wieder in den blauen Vorrat zurück. Die Karte wird gedreht, sie ist nicht mehr im Bau und der Effekt tritt ein. In diesem Fall erhalte ich einen zusätzlichen Zivilaktionsstein. Nochmal zur Erinnerung, Wunder im Bau müssen abgeworfen werden, sobald das übernächste Zeitalter anbricht. Also Wunder im Bau aus der Antike werden abgelegt zum Beginn des Zeitalters Römisch 2. Dazwischen ist ja das Zeitalter Römisch 1. Zu guter Letzt kann ich für einen Zivilaktionsstein eine gelbe Aktionskarte von der Hand ins Spiel bringen. Wichtig, die Aktionskarte darf nicht im gleichen Zug aus der Auslage genommen worden sein. Die Benutzung ist immer erst im nächsten Zug möglich. Aktionskarten können zum Beispiel die Daten der Zivilisation ändern oder zusätzliche Aktionen erlauben, wie hier, für die dann kein zusätzlicher Aktionsstein vonnöten ist. Das waren die weißen Zivilaktionen, jetzt schauen wir uns die roten Militäraktionen an. Analog zu den Gebäuden kann ich Einheiten auf Militärtechnologien bauen, für die entsprechenden Kosten. Eine Änderung meiner Stärkepunkte trage ich sofort auf der Stärkeleiste ab. Wie andere Technologien auch, kommen neue Militärtechnologien durch Zivilaktionen ins Spiel. Nutzbar gemacht durch das Setzen von Steinen werden sie durch Militäraktionen. Das Aufwerten zu einer höherstufigen Technologie erfolgt wie bei den Gebäuden über das Zahlen der Differenz. Das kostet dann auch wieder so einen Militäraktionsstein. Genau wie das Auflösen einer Militäreinheit. So werde ich dann über die Zeit meine Infanterie, meine Kavallerie und später auch Artillerie und sogar Luftwaffe ansammeln und meine Stärke stetig ausbauen. In diesem Beispiel hier hätte ich 5 Stärkepunkte. Ich kann aber meine Streitkräfte noch durch sogenannte Taktiken verstärken. Taktiken sind Teil der Militärkarten und Militärkarten können am Ende der Produktionsphase gezogen werden. Später mehr dazu. Wenn ich eine Taktikkarte auf der Hand habe, kann ich sie über eine Militäraktion ins Spiel bringen. Zunächst liegt sie dann in meinem Spielbereich und ich lege meine Taktikflagge drauf. Die Taktik gibt jetzt bestimmten Kombinationen von Einheiten einen Bonus. Diese Kombination von Einheiten nennt man dann Armeen. In diesem Fall brauche ich mindestens eine Kombination von 2 Infanteristen und einer Kavallerieeinheit, um einen Bonus von +3 zu bekommen. In diesem Fall passt das genau. Ich habe 2 Infanteristeneinheiten und eine Kavallerie. Das heißt, aus meinen ursprünglich 5 Stärkepunkten werden jetzt über die Taktik und meine Armee 8 Stärkepunkte. Könnte ich sogar 2 Armeen bilden, wie in diesem Fall, würde ich 6 Punkte Bonus bekommen. Die Taktik gehört eine Runde lang exklusiv mir. Zum Start meines nächsten Zugs in der nächsten Runde wird die Taktikkarte öffentlich gemacht. Dabei wird sie hier in die Mitte der Stärkeleiste geschoben. Ab jetzt können Mitspieler diese Taktik kopieren, falls sie deren Einheiten aufwerten kann. Zum Kopieren einer Taktik sind 2 Militäraktionen nötig und dann wird die jeweilige Fahne auch hier drauf gesetzt. Ein Spieler kann in einem Zug entweder eine Taktikkarte ausspielen oder eine verfügbare Taktikkarte kopieren. Und das in seinem Zug auch nur einmalig. Es gibt 2 Besonderheiten bei den Taktiken. Zum einen können Armeen veralten und sind dann erheblich schwächer. Eine Armee gilt als veraltet, falls mindestens eine Einheit der Armee mindestens 2 Stufen niedriger ist als die Stufe der Taktikkarte. Was das bedeutet, sehen wir jetzt mal an einem Beispiel. Meine aktuelle Taktik sind die Conquistadoren hier. Die ist auf Stufe 2. 2 Stufen älter als Stufe 2 ist die Antike. Das heißt, wenn ich antike Einheiten für diese Armee benutze, würde ich nur 3 Punkte Bonus bekommen. In diesem Fall ist das auch so. Wir haben hier 2 Pferde aus Stufe 1. Die sind nicht das Problem. Problem ist dieser Krieger aus der Antike, den ich dafür benutze. Gesamtwert dieser Armee ist 2 mal 2 sind 4, plus 1 5, plus die 3 sind 8. Die zweite Besonderheit sind diese Luftwaffeneinheiten, die kommen ab Stufe 3 dazu. Luftwaffeneinheiten verstärken wie andere Militäreinheiten auch die Stärke der Zivilisation. Taktikkarten erfordern nie Luftwaffeneinheiten. Man kann aber eine Luftwaffeneinheit einer Armee zuordnen. Wenn ich das mache, kann ich den Bonus der Taktikkarte für diese Armee verdoppeln. Wenn ich jetzt also eine Staffel Düsenjets diesen Konquistadoren zuordnen würde, würde ich für diese Taktikkarte sogar 6 Bonuspunkte bekommen. Das vervielfacht sich natürlich, je nachdem wie viele Luftwaffeneinheiten ich habe und wie viele Armeen ich damit unterstützen kann. Das waren auch schon alle Militäraktionsoptionen.
Jetzt nochmal kurz zum vollständigen Ablauf nach der Aktion, beziehungsweise zu den Punkten auf dieser Leiste, die wir noch nicht im Detail besprochen haben. Wie zum Beispiel den ersten Punkt hier. Hat man zu diesem Zeitpunkt noch mehr Militäraktionen auf der Hand, als unsere derzeitige Regierungsform Militäraktionen zur Verfügung stellt, muss ich die Differenz abwerfen. Über die Produktionsphase haben wir schon genug gesprochen. Auf ein Thema müssen wir dabei aber trotzdem nochmal eingehen, und zwar auf diesen Verbrauch hier. Je mehr blaue Steine ich oben auf meinen Farm- und Minentechnologien sammle, umso mehr von diesen Symbolen werden sichtbar. Das heißt einfach, dass ich im Verbrauchsschritt der Produktionsphase eine gewisse Anzahl von Ressourcen wieder unten hier in den blauen Vorrat schieben muss. Ähnliches Vorgehen wie im schon besprochenen Nahrungsverbrauch, der ja von diesen Symbolen im gelben Vorrat abhängig war. Und jetzt kommt endlich der Zeitpunkt, wo wir Militärkarten auf die Hand bekommen. Jetzt darf der Aktiver nämlich für jeden in seinem Zug nicht eingesetzten Militärstein eine Militärkarte ziehen, in diesem Fall zwei. An dieser Stelle darf er sein Militärkartenlimit auch übersteigen. Das Limit wird erst in der nächsten Runde wieder zu diesem Zeitpunkt relevant. Mit den Militärkarten kann ich unter anderem in der Politikphase, also der Phase vor den Standardaktionen, tolle Sachen machen. Dabei darf ich aber nur eine Politikaktion pro Zug machen. Was steckt jetzt in den Militärkarten so drin? Zum einen Taktiken, gerade darüber gesprochen. Die haben nichts mit der Politikphase zu tun. Erste Runde habe ich sie exklusiv, dann sind sie für alle verfügbar. Es können auch Ereignisse oder Gebiete drinstecken, zu erkennen an der Lyra oben rechts. Diese Karteneffekte werden nicht ausgeführt, wenn man die Karten zieht, sondern man bereitet sie vor. Wie geht das? Ich kann mich in der Politikphase meines Zuges dazu entscheiden, ein Ereignis oder eine Gebietkarte hier auf den Stapel für zukünftige Ereignisse zu legen. Die kommt natürlich dann verdeckt da drauf, das hat dann zwei Folgen. Erstens, ich erhalte Kulturpunkte in Höhe der Stufe dieser Karte, also würde ich hier einen Kulturpunkt kriegen. Zweitens, wird vom Stapel der aktuellen Ereignisse die erste Karte umgedreht und der Karteneffekt wird ausgeführt. Und die Karte wird dann abgelegt hier auf den Stapel für vergangene Ereignisse. Zu Beginn des Spiels haben wir in der Vorbereitung gesehen, liegen hier ein paar Karten aus dem antiken Militärkartenstapel. Wenn der Stapel für aktuelle Ereignisse irgendwann aufgebraucht ist, wird aus den zukünftigen Ereignissen der aktuelle Ereigniskartenstapel und das von mir geplante Ereignis, auf das ich mich vorbereiten kann, und näher. Dieser Wechsel ist grundsätzlich unabhängig von irgendwelchen Zeitalterwechseln, kommt nur darauf an, ob dieser Kartenstapel irgendwann leer ist. Es kann sein, dass beim Rüberschieben des neuen Stapels in diesem Stapel Militärkarten aus unterschiedlichen Epochen sind. Die werden dann erst in ihrer Epoche gewischt und kommen dann so hier drauf sortiert, dass das älteste Zeitalter hier oben ist. Die antiken Ereignisse sind in der Regel positiv für alle Spieler. Später können dann nach bestimmten Rankings noch Kulturpunkte gemacht werden. Bei Gleichständen im Spiel gewinnt der aktive Spieler bzw. der Spieler, der ihm im Uhrzeigersinn am nächsten sitzt. Wenn man sich richtig auf die eigenen vorbereiteten Ereignisse vorbereitet, hat man einen guten Vorteil. Unter den vorbereiteten Ereignissen können sich auch Gebiete befinden. Wenn so eine Gebietskarte aufgedeckt wird, können die Spieler entscheiden, ob sie eine Kolonisierungstruppe schicken, um das Gebiet zu kolonisieren und den Effekt einzustreichen. Dort wird unterschieden in den einmaligen Effekt, den sieht man hier in der Mitte, und den dauerhaften Effekt hier am unteren Rand. Wenn der Besitzer der Kolonie diese später durch ein Ereignis wieder verliert, muss er nur den dauerhaften Effekt wieder zurückdrehen. Immer wenn ich hier Steine unten abgebildet habe, erhalte ich diese zusätzlich aus der Spielschachtel in diesem Fall den gelben Vorrat. Hier müsste ich aber einen aus dem blauen Vorrat zurück in die Spielschachtel legen. Um die Kolonie zu erhalten, müssen die Spieler, die interessiert sind, reihum, angefangen beim Startspieler, Gebote abgeben. Die Gebote entsprechen der Stärke der Militäreinheiten, die sie entsenden wollen. Also immer ganze Zahlen und immer größer als das vorige Gebot. Sonst muss man passen und ist raus. Der verbleibende Bieter erhält den Zuschlag, muss aber die gebotene Militärstärke aufbringen bzw. die entsendeten Einheiten opfern und zurück in den gelben Vorrat legen. Hier mal ein Beispiel. Der Spieler hier hatte eine Gesamtmilitärstärke von 18, da er hier diesen Truppenbonus für diese Einheit in Kombination erhält. Bei der Versteigerung der Kolonie hätte er jetzt hochgepokert und hätte 11 geboten.
Er war damit der Höchstbietende und muss jetzt Einheiten in dieser Höhe opfern. Er könnte das jetzt zum Beispiel auf folgende Weise machen. Die Kombination aus einer Kanone und einem Ritter ergibt 5 plus diesen Bonus aus der Taktik, macht 10, reicht noch nicht ganz, dann könnte er noch einen Krieger aufwenden. Das hieß, er müsste diese 3 Steine zurück in den gelben Vorrat tun und würde dann entsprechend die Karte bekommen. Wir drehen das Beispiel nochmal zurück. Es hätte nämlich auch anders aussehen können. Und zwar, wenn der Spieler noch diese Bonus-Militärkarten auf der Hand hält. Wir sehen hier oben einen braunen Bereich. Der hilft uns hinterher bei Überfällen. Für uns jetzt wichtig bei der Kolonisation ist der untere grüne Bereich. Und mit diesen Karten kann ich quasi meine Kolonisationsstärke nochmal erhöhen. In diesem Fall ist der Spieler jetzt beispielsweise ganz glücklich und hat 4 Karten mit einem Gesamtwert von 6 Kolonisationspunkten. Das heißt, er müsste ja nur noch 5 aufbringen. Das könnte er zum Beispiel, indem er seine recht alten Einheiten hier abwirft. Bei der Kolonisation kann er beliebig viele dieser Bonuskarten benutzen. Die werden danach natürlich abgeworfen. Man kann auch noch weitere Karten im Spiel haben, wie diese Spezialtechnologie Kartografie, die positiv auf meine Kolonisationsstärke wirken. Der Verlust meiner 11 Stärkepunkte wird natürlich hier abgetragen. An dieser Stelle, wenn man ein kurzes Spiel spielt, also ein Spiel, was beim Übergang in Zeitalter 3 endet, erhält man 3 Siegpunkte pro eigener Kolonie. Neben den Ereignissen, Gebieten und Taktiken gibt es aber auch noch Militärkarten, die etwas aggressiver sind. Zum Beispiel kann man einen Mitspieler überfallen, indem man als seine Politikaktion so eine Überfallkarte spielt. Der aktive Spieler und der ausgewählte Gegner vergleichen ihre Militärstärke, wobei der Verteidiger noch Bonuskarten einsetzen kann, die den aufgedruckten Wert für den Vergleich beisteuern. Und zwar den hier oben in dem braunen Bereich. Das ist dann immer so ein bisschen so ein Risiko, dass der Angreifer nicht weiß, was der Kollege noch auf der Hand hat. Außerdem kann der Verteidiger noch beliebige andere Militärkarten abschmeißen, die dann immer einen Wert von plus 1 haben im Vergleich. Er darf aber insgesamt nur so viele Karten benutzen, wie seine Regierungsform Militäraktionen erlaubt. Der Angreifer kann seine Stärke nicht noch anpassen. Verliert der Verteidiger, tritt der Effekt in Kraft, gewinnt der Verteidiger, wie in diesem Fall, passiert nichts. Die Überfallkarte wird so oder so abgelegt. Es geht auch noch aggressiver, zum Beispiel indem ich meinem Mitspieler den Krieg erkläre. Mit zum Beispiel dieser Karte. Wichtig dabei ist, ich kann als meine Politikaktion einem Mitspieler den Krieg erklären. Abgewickelt wird der Krieg aber erst zu Beginn meines nächsten Zuges, sodass der Gegner sich gegebenenfalls noch vorbereiten kann. Anders als beim Überfall zählt beim Krieg nur der Vergleich auf der Stärkeleiste. Ohne zusätzliche Bonikarten. Auch anders als beim Überfall kann es für den Angreifer ernsthafte Konsequenzen haben, wenn er verlieren würde. Teilweise ist auch die Differenz der Stärkepunkte wichtig für den Effekt. Zu guter Letzt kann ich einem Mitspieler auch einen Pakt anbieten, wie zum Beispiel so an der Militärkarte. Die Karten haben unterschiedliche Effekte und darüber, welche Rolle die Spieler einnehmen, kann frei diskutiert werden. Ein Pakt kann angenommen werden, dann wird die Karte in den Spielbereich des aktiven Spielers gelegt und gegebenenfalls die Effekte für beide Spieler abgehandelt. Ein Pakt kann auch abgelehnt werden, dann wird die Karte ohne Effekt abgeworfen und man ärgert sich, dass man eine Politikaktion dafür verschwendet hat. Aber man darf nicht vor dem Spielen der Karte sondieren, ob ein Pakt angenommen werden würde. Das wäre dann zu einfach. Ein Spieler kann immer nur einen aktiven Pakt in seinem Bereich haben. Er kann auf 2 Arten einen Pakt brechen und alle Effekte rückgängig machen. Zum einen über eine Politikaktion Pakt brechen oder wenn er in einer späteren Runde einen weiteren Pakt anbietet und der angenommen wird, dann wird der alte Pakt samt Karte und Effekten mit dem neuen ersetzt. Sollte man durch Pakte zusätzliche Produktion von Nahrung und Ressourcen bekommen, kann man das durch so einen roten Stein auf der entsprechenden Karte zeigen. Eine temporäre Farm oder Mine wird dann wieder abgeräumt, wenn der Pakt bricht. Nachdem wir jetzt alle Phasen im Detail besprochen haben, kommen wir jetzt nochmal zu den Zeitalterwechseln und letztendlich zum Spielende. Der Zeitalterwechsel von der Antike in Zeitalter 1 ist recht übersichtlich. Da werden ja nur Zivilkarten und Militärkarten von Zeitalter 1 bereitgelegt. Gegebenenfalls werden vielleicht sofort Karten hier benötigt zum Auffüllen der Leiste. Nochmal zur Erinnerung, die Antike endet beim ersten Mal Auffüllen der Kartenleiste. Die anderen Zeitalter enden erst, sobald der Zivilkartenstapel aufgebraucht ist. Dann werden da auch zunächst die Karten des neuen Zeitalters bereitgelegt. Vielleicht braucht man direkt welche, die da hier
zum Auffüllen der Leiste. Außerdem passiert das Folgende. Ab dem Übergang zu Zeitalter 2 gilt immer ein weiteres Zeitalter als veraltet. Und zwar immer das vorletzte. Beim Übergang von 1 zu 2 veraltet also die Antike. Beim Übergang von 2 zu 3 veraltet Zeitalter 1. Alle Handkarten dieses veralteten Zeitalters müssen jetzt abgeworfen werden. Außerdem müssen Anführer, Wunder im Bau und Pakte aus dem veralteten Zeitalter auch abgeworfen werden. Zu guter Letzt müssen noch 2 gelbe Steine aus dem gelben Vorrat zurück in die Schachtel gelegt werden. Mit eventuellen Auswirkungen auf Nahrungsverbrauch und Unzufriedenheit. Wenn man ein kurzes Spiel spielt, ist beim Übergang von Zeitalter 2 auf Zeitalter 3 Schluss. Wenn das im Zug des Startspielers passiert, wird die Runde noch zu Ende gespielt. Ansonsten wird die Runde beendet und noch eine vollständige Runde gespielt. Dann kommt es zur Endwertung. Die ist im kurzen Spiel immer gleich. Da gibt es einfach nochmal abschließend für ganz viele Sachen Kulturpunkte, gemäß dieser Übersicht hier. Im langen Spiel, das beim Übergang von Zeitalter 3 auf 4 endet, gibt es keine Wertungsvorgaben. Vielmehr steuern die Spieler durch vorbereitete Ereignisse aus Zeitalter 3 die Wertung selbst. Am Ende des langen Spiels werden alle aktuellen und zukünftigen Ereignisse aus Zeitalter 3 noch ausgewertet. Mit den entsprechenden Effekten auf die Kulturleisten. Sollten noch Ereignisse aus vorigen Zeitaltern in den Stapeln sein, werden diese bei der Endwertung ignoriert. Wer am Ende die meisten Kulturpunkte hat, gewinnt. In diesem Sinne, Game on!